Ja, da hinten treibt schon wieder ein Kerl sein Unwesen und den werden wir jetzt auch noch irgendwie erledigen. Und zwar so. Ja, und die Giftanlage, die schalten wir gefälligst auch gleich aus. Sicher ist sicher. Komm schon, du schaffst es. Das dauert einfach ein bisschen. Sehr gut. Ja, und natürlich schauen wir uns noch ein bisschen in den Räumen um. Ich habe die Falle gerade gesehen, aber leider war es schon zu spät. Da haben wir nichts. Aha, was ist das denn? Ja, auch nur ein paar Teile. Also was heißt nur, das ist natürlich auch was Schönes. Den können wir was Nettes herstellen. Ist denn hier irgendwo noch einer? Also diese Falle ist auch ausgelöst. Lebt der noch? Nee, der ist auch in eine Falle gezappt. Die kommen doch alle vom Dingstypen, oder? Vom Kistentypen. Oder irre ich mich jetzt da? So. Falle entschärft. Sehr gut. So, hier kamen wir her. Ich glaube, hier haben wir alles geschnappt. Nee, noch nicht. Hier liegt ja noch was rum. Hier liegt noch eine Flasche rum. Komm, wir löschen das Feuer. Hat nicht funktioniert. Schade. Liegt denn hier noch was rum, was uns weiterhelfen könnte? Ich glaube ja nicht. Denn uns weiterhelfen will ja niemand. Gut, hier können wir jetzt auch durch. Aha, hier ist noch eine Kiste. Komm schon. Yes, zwei Schrotflintenschüsse. Sehr schön. Hier haben wir auch noch zwei Schüsse. Yes, yes, yes. Das gefällt mir. Immerhin zwei, drei Schüsse. Hier kann ich nichts kaputt machen. Ah, eigentlich will ich nicht hier lang. Das gefällt mir nicht. Oh oh. Ah, Kontrollpunkt. Wetten, hier unten ist der Kistentyp. Ja, ich höre ihn doch schon. Frag nicht, ich kann das von hier hinten. Ja, durch die Tür hindurch. Mann, bin ich gut. Der ist da auf jeden Fall. Ich höre ihn doch. Na, irgendwo dahin. Und hier liegen überall wieder solche Kisten rum, mit denen er sich retten kann. Kommt der? Ne, der ist genau da drüben, ne? Oh Mann, Freunde, Freunde, wie sollen wir das nur hinkriegen? Okay, was macht er da? Oh, er steht auf. Nein! Oh fuck. Jetzt kommt er bestimmt zu uns. Da ist er ja schon. Hallo Kistentyp und tschüss Kistentyp. Nein! Komm schon, halt dich raus. Und renn! Ah! Ja, das Gift habe ich nicht gesehen. Boah, das ist fies. Ja, immerhin sind wir nicht vom Kistentyp erledigt worden. Okay, ich sag nichts. Der Kistentyp steht noch auf uns drauf, weil er es lustig findet. Ja, er mag Schmerzen. Vor allem, wenn andere Schmerzen haben. Er ist kein netter Zeitgenosse. Nein, nein. Überhaupt nicht.
Okay, wir müssen den Kistentypen ablenken, damit wir das, ja, die Giftfalle ausschalten können. Sehr geil, ne? Sehr, sehr geil. Aber die Geräusche, die der Typ auch macht. Ich mag das nicht. So, schnell, schnell, schnell. Okay, da kann ich ja momentan nicht durch. Ich muss eigentlich hier durch, aber wie kann ich die Alarmanlage ausschalten? Ach, da ist ein Kabel. Das sehe ich erst jetzt. Hallo, ich halte doch. Gut, er hat mich nicht gesehen. Hier hinten kann man sich zwar eine Zeit lang verstecken, fragt sich nur, wie lange. Und fragt sich, wo der Kistentyp jetzt ist. Ich sehe ja nichts. Ich traue mich nicht gerade nach vorne, weil wenn der da um die Ecke kommt, dann haben wir ein Problem. Wo ist der Typ hin? Ist der Typ weg? Ist er da durchgelaufen? Ich habe keinen Plan. Gefällt mir jetzt nicht, dass ich nicht weiß, wo er ist. Ich hoffe mal, der ist weg. Aber da liegen überall seine Köpfe rum, das gefällt mir auch nicht. Ich glaube, hier kann ich nicht mehr reinladen. Erstmal die hier entschärfen. So, ich glaube, ich weiß nämlich schon, was ich mache. Auf jeden Fall diese Pfeile hier benutzen. Ich weiß nicht, ob die was gegen den Kistentypen helfen, aber ich hoffe es mal. Ja, den Explosivbolzen nehmen wir auch noch. So, vielleicht hilft uns das ja. Dann wollen wir mal entschärfen hier. Gut, dann können wir hindurch. Ah, ein paar Ratten. Ich gehe mal da nach unten. Da fühle ich mich noch einigermaßen sicher, weil hier rein kann er, glaube ich, nicht kommen. Hier sieht es ganz nett aus. Nehme ich alles mit. Wir haben wieder 10.000. Oh, ein Kontrollpunkt, sehr schön. Dann traue ich mich gerade ein bisschen mehr. Bist du da drin? Ja, wenn die noch da drin ist, dann ist sie tot, Alter. Ein paar Krähen hier. Oh, oh. Das klingt nicht gut. Uff. Wir müssen doch da irgendwie runterkommen. Ja, toll. Da komme ich hindurch. Jetzt da nach unten. Und dann wieder da rein oder was? Ich will nicht da rein. Was gibt's hier? Ah, sogar 3 Schüsse für die Magnum. Sehr geil. Das gefällt mir. Die Magnum ist nämlich gut. Ist das da vorne? Ah, eine Speichertür. Cool. Sehr gut, sehr gut. Na, da komme ich nicht hinein. Nein, nicht alle. Nein.
Haben Sie es noch nicht kapiert? Er liebt es, andere zu quälen. Sie wissen zu lassen, dass er am längeren Hebel sitzt. Leg Köder aus. Piesackt seine Opfer. Seine hinterhältigen Fallen. Als es mich erwischt hat, war mir absolut klar, was vor sich geht. Ich habe es erkannt. Aber ich konnte nicht mehr zurück. Ich wollte die Wahrheit erfahren. Das wusste er. Und wir sind wieder hier. Detective Castellanos. Lady, seien Sie ehrlich zu mir. Werde ich verrückt? Wenn Sie überleben wollen, sollten Sie sich gut überlegen, wem Sie vertrauen. Ich vertraue niemanden. Und dir eigentlich auch nicht. Aber okay. Hier liegt nichts rum. Aber hier. Joseph vermisst. Joseph Oda, Detective der Polizei von Crimson City, verschwand auf dem Nachhauseweg. Mehrere Augenzeugen berichten, er hätte in Crimson City nach jemandem gesucht. Aha. Gut, setzen wir uns wieder hier hin. Mit 11.000 ist das ganz nett. Ich glaube, wir könnten nochmal die maximale Sprintdauer erhöhen. Ja, komm, warum nicht? Das ist ganz nett. Nahkampfschaden, naja. Was haben wir sonst noch? Schockbolzen können wir nicht. Hier geht gerade gar nichts. Bringt alles auch sehr wenig. Die Feuerrate hier. Ja, warum nicht? Komm. Warum auch nicht? So, dann wollen wir mal speichern. Hep, hep. Los, los. Castellanos, keine Müdigkeit vorschützen. So, wir sind auch wieder ein Stückchen weitergekommen. Das ist sehr gut. Dann wollen wir mal wieder zurückkehren. Ja, der Kistentyp ist aber immer noch irgendwo da draußen. Ich weiß es doch. Der treibt sich da irgendwo im Hotel herum. Na, guck mal einer. Also von den grünen Zeugs kriegen wir gerade sehr viel. Es hat sich alles so gedreht. Alles, was wir anfangs sehr wenig bekamen, bekommen wir jetzt viel dafür vom Rest sehr wenig. Aha, jetzt geht hier die Tür auf. Da gehe ich auch gleich hin. Schade. Nichts. Nichts, nichts, nichts und wieder nichts. Und was gibt's hier Hübsches? Ach, guck mal an. Oh, Magnum-Munition. Das ist hier einmal einer an. Na gut, ist nur ein Schuss, aber ist immerhin einer, weil die Magnum haut rein. Aber ich glaube nicht, dass ich da runter will. Kontrollpunkt. Ich glaube, ich höre den Kistentypen, bin mir aber nicht sicher. Aber das sieht sehr danach aus, als wäre der hier irgendwo. So. Nehmen wir auch wieder mit. Vorne ist doch einer, oder? Kann ich hier durch die Tür? Nee, natürlich nicht. Das hat gesessen. Wow. Wo kommst du denn wieder her? Meine Fresse. Jetzt haben die auch noch Bomben an ihrem Hals. Oder in ihrem Körper. Das muss ja auch nicht unbedingt sein. Finde ich nicht gerade nett. Ja. Ich habe zwar noch gehalten, aber es war leider zu spät. Hier ist es sehr, sehr dunkel.
Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Wo zum Teufel bin ich, Mann? Dafür irrt man sich ja sehr, sehr leicht. Hier gibt es einen Automaten, aber den kann ich nicht benutzen, weil der gegen die falsche Seite guckt. Okay, wo zum Teufel geht's hier hin? Ah, da gibt's sogar eine Tür. Soll ich zurück oder durch die Tür? Ah, gar nichts, schade. Ich glaube, ich gehe durch die Tür. Ach so, jetzt bin ich wieder hier. Na gut. Hier komme ich nicht lang. Na, der Kistentyp war auf jeden Fall hier. So, wieder hier lang. Durch die Rohre. Da kriegt er uns wenigstens nicht. Ja, und das nächste Mal steigen wir da runter. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir auch in der nächsten Folge wieder auf ihn stoßen werden. Leider, leider. Mal sehen, ob wir die Begegnung überleben werden. Bis zum nächsten Mal. Ciao.